Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Und ihr seht es auch schon, Frank und ich haben ein kleines bisschen weitergespielt. Die erste Folge, die war ja im Livestream und das ist jetzt die zweite Folge. Die haben wir, wie gesagt, offline gespielt. Und hier ist so eine kleine Zusammenfassung. Wir haben erstmal geguckt, dass wir ein bisschen Leder bekommen. Das heißt, wir haben erstmal so ein bisschen, habe ich erstmal geguckt, wie funktioniert das alles. Und da seht ihr es auch schon, hier habe ich versucht, dann Rehe zu killen. Wir haben uns wirklich mehrere Tage dann einfach genommen und haben Rehe gekillt. Also ich kann jetzt auch endlich mit dem Bogen umgehen. Ha, endlich. Wir haben auch mehrere Tage Schweine gekillt. Aber das war mir ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ein bisschen umgehen kann mit dem Bogen. Und wir haben hier direkt am Waldrand eigentlich ein schönes Stück gehabt. Und ich habe mich auch hochgeskillt mit dem Schleichen. Und ja, und hier waren immer mal wieder Rehe. Und die haben wir dann erstmal richtig schön gekillt. Denn um überhaupt sich abzucraften oder ja, ne, braucht man sehr viel Leder, also Hirschfell und auch Lederreste. Und deswegen haben wir das einige Tage machen müssen, Rehe zu killen und auch Schweine zu killen. Und die Rehe waren halt überwiegend in diesem düsteren Wald, wie ich immer so schön sage, ne? Ja, und hier seht ihr es halt, ne? Ich habe wirklich geübt und habe einige Rehe gekillt. Also ich meine es jetzt ganz gut zu können. Ja. Und genauso auch haben wir uns aufgeskillt zu blocken. Also ihr habt mir auch im Livestream teilweise den Tipp gegeben, blocken, schlagen, blocken, schlagen. Ja, und das habe ich auch hier gemacht, wie ihr seht. Und das hat richtig gut funktioniert und habe mich jedes Mal aufgeskillt. Also es hat richtig, richtig gut funktioniert mit diesen Grauzwergen. Das war richtig gut. Zack. Außerdem haben wir endlich Lederbrustpanzer herstellen können und genauso auch einen Lederhelm. Endlich, nachdem wir so viel Tiere getötet hatten und jetzt sieht halt Karl-Heinz einfach mega aus. Also endlich haben wir Rüstung und tun vielleicht nicht so viel Schaden nehmen, ne? Frank war dann alleine in die Düsterwald und hat ein Dungeon entdeckt und an Tag 24 haben wir uns dann gemeinsam auf den Weg gemacht in diesen Schwarzwald oder wie auch immer er heißt. Wir haben also viele, viele Pfeile angefertigt, denn er hat gesagt, er hat dort einen Dungeon gesehen mit auch vielen Skeletten. Und daraufhin haben wir uns dann vorbereitet und sind dann gemeinsam in diesen Schwarzwald gegangen. Und das war mein erstes Mal, dass ich in dieses Biom oder Seed oder wie man es auch immer nennt, gegangen bin. Denn wir hatten ja im Valheim das Vergnügen, einen Troll zu killen und deswegen wusste ich nicht, was uns da eventuell noch erwartet. Aber wir haben uns getraut und haben dort natürlich auch wieder ein paar Feinde gehabt. Wir haben auch ab und zu natürlich auch wieder ein paar Tiere getötet, denn man kann nicht genug haben von Schweinen und auch Rehen oder Hirschen, wie man so schön sagen. Aber was wir dort auch vorgefunden haben, waren zum Beispiel auch Disteln. Und die haben wir dann natürlich auch gelootet. Dort gibt es natürlich auch viele Pilze, was ja natürlich ist in einem Wald eigentlich, ne? Und die haben wir dann natürlich auch mitgenommen. Und dann sind wir langsam, aber sicher auf dieses Dungeon zugetroffen und angetroffen. Und naja, wie gesagt, es stehen uns ein paar Feiten bevor. Hier zeigt Frank mir den Weg. Ich laufe langsam, langsam ihm hinterher. Ja, bloß nicht zu schnell. Und hier sagt er auch schon, duck dich bitte. Nett, dass die uns sehen. Und hier ist dieses Dungeon oder Grabkammer. Und das stehen Skelette mit Schwertern davor. Und naja, wir wollen es natürlich machen. Jedenfalls versuchen wir es. Und die sind aber richtig hart im Nehmen. Das geht nicht so einfach. Aber ihr seht schon, wir haben dann Knochenfragmente gesammelt.
womit wir halt wieder neue Rezepte herbekommen. Aber Frank ist leider schon wieder gestorben, denn, wie gesagt, Skelette sind ein bisschen schwieriger zu bekommen. Und hier habe ich mich versucht, noch, zu ducken. Aber das eine Skelett hat mich dann leider gesehen und auch angegriffen. Und ich habe versucht, mit ihm zu kämpfen. alles Weitere seht selbst. Ich habe Schiss gehabt. Schiss plus Unruhe. Und jetzt hat mich das Skelett erwischt. Oder entdeckt. Aber wie gesagt, man nimmt sogar Schaden beim Blocken, was mich total irritiert hat. Aber selbst beim Blocken nimmt man Schaden. Und naja, Karl-Heinz hat alles versucht, ne? Tadam. So, Uschi ist auch schon wieder da und versucht zu fighten. So, nachdem mein toter Karl-Heinz jetzt wieder seine Gegenstände geborgen hat und sich angezogen hat, hat auch Frank die restlichen, den Rest, oder das war noch, glaube ich, nur noch ein Skelett da, auch schon getötet. Und ja, jetzt geht's ab in den Dungeon. Erstmal vorbereiten. Erstmal mit dem Rabe Rudi natürlich sprechen. Rabe Rudi hat auch noch eine Weisheit zu sagen. Es gibt also mehrere Dungeons in Valheim, die man immer wieder antreffen kann. Und da sind Geheimnisse geborgen. Also wollen wir da ja mal reingehen. Das heißt, wir rüsten uns jetzt aus mit einer Fackel. Wir sollen angeblich immer mit Licht reingehen. Also Fackel ausrüsten und rein geht's. Ab in die Grabkammern. Und da drin ist es irgendwie, das war mein erstes Dungeon, aber da drin war es aufgebaut wie in so einem kleinen Labyrinth. Also du hast links geradeaus und rechts lang gehen können und wir haben uns dann halt zuerst für links entschieden. Und ja, hier sind überall Fackeln aufgebaut und hier gibt es irgendwie solche komischen Leuchtpilze eben zu looten, die auch extrem viel Kraft geben, wenn du die isst. Dann sind wir geradeaus lang gegangen. Teilweise gibt es ja auch Türen, wo du dann eben durchgehen musst. Und da gibt es halt immer wieder solche Leuchtpilze zu looten. So, das war aber auch wieder eine Sackgasse. Also sind wir zurückgelaufen und ja, letzte Möglichkeit ist dann nur noch rechts. Und die rechte Möglichkeit, naja, die hat ein bisschen länger gedauert. Denn dort waren viele Feinde anzutreffen. Denn hier gibt es weitere Skelette, die, wie gesagt, auch richtig, richtig heftig sind. Also ich habe die auch mit allem möglichen, aller Kraft, die ich konnte. Also man wusste nicht so genau, soll man mit der Fackel schlagen und wie viele Gegner gibt es und so weiter und so fort. Ja, wir haben es halt irgendwie probiert. Man ist halt auch sehr schnell müde und hat keine Ausdauer mehr. Und naja, Frank hat jetzt versucht, es zu schaffen, hat aber nicht funktioniert. Deswegen musste ich jetzt auf ihn warten. Die Fackel ist in der Zeit ausgegangen. Wir sind also eigentlich blind weitergetorkelt lang, aber haben es geschafft und ja, und sind in die Inneren dieser Grabkammer gekommen, wo ja wieder da war ein Altar oder ein Schrein aufgebaut und wieder ein Stein, wo die Notiz stand, nämlich wir haben jetzt den Hinweis bekommen, wo der nächste Boss sich aufhält. Das stand nämlich auf dem Stein und dieses Gebiet haben wir noch gar nicht aufgedeckt und sieht eigentlich gar nicht mal so weit weg aus. Deswegen, also mal gucken, wie weit wir oder wie lange es dauert, bis wir da das Gebiet aufgedeckt haben. Aber auf alle Fälle kannst du hier noch richtig gut looten. Hier gibt es Münzen und
Und Rubin haben wir gesammelt. Und ich meine, ihr seht es ja selber. Also wie gesagt, alles wird gelootet immer in dem Spiel. Und ja, das war unsere erste Grabkammer. Das heißt, wir wissen jetzt, wo der zweite Boss sich aufhält, noch bevor wir überhaupt den ersten gemacht haben. Aber egal. So, wir gucken jetzt nochmal, ob es vielleicht noch ein paar von diesen gelben Pilzen gibt. Denn wie gesagt, die powern auch ganz gut hoch, aber leider nicht. Und ja, und ab geht's dann wieder nach Hause. Und dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Und zwar hatte Frank gesagt, wir müssen unbedingt ans Wasser ziehen und am besten ans Meer. Und guckt euch mal diese Aussicht an. Das ist einfach nur genial. Ich fand es unglaublich, unglaublich schön. Und wir haben echt überlegt, hier auf diesem kleinen Inselplateau unser Häuschen zu bauen. Weil es einfach wunderschön ist. Und Frank hüpft da unten schon rum. Leider haben wir gesehen, im Hintergrund waren Berge zu sehen. Wir haben uns dann schon gedacht, eventuell kann das ja ein See sein. Und haben dann eine Seeumwanderung gemacht, wo wir auch wieder diese mysteriösen Steine gesehen hatten. Und bei der Seeumwanderung haben wir sogar auch wieder eine Steinburg gesehen, wo auch wieder Skelette waren. Und naja, wie gesagt, die Skelette auch wieder natürlich bekämpft, denn wir bekommen Knochenfragmente, die wir ja auch wieder irgendwie brauchen. Natürlich auch Feuersteine gelootet und so weiter und so fort. Und in diesem Turm waren verschiedene Skelette und ganz oben natürlich auch nochmal einer. Und wie wir es uns schon dachten, oben natürlich auch nochmal eine Box zum Looten, wo auch wieder schöne Sachen drin waren. Ja, wir haben es geschafft. So, und hier seht ihr es auch schon, hier haben wir eine kleine Seeumwanderung gemacht, das ist die ganze Map. Und jetzt sind wir auch schon fertig und waren dann auch wieder zu Hause. Und durch die ganzen Sachen, die wir gelootet haben, konnten wir alles einfach upgraden. Also das Holzschild, die Axt, mehrmals sogar. Und ja, die Helme, auch die Rüstungen konnten wir alles komplett upgraden. Und das war natürlich dann perfekt, um vorbereitet zu sein, den ersten Boss zu machen. Und ja, hier sind wir auf dem Weg zum ersten Boss. Und jetzt hört ihr Ingame-Sound, wie Frank und ich miteinander jetzt den Boss besiegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja. Oh Mann, ey. Ja, irgendwann müssen wir den ersten machen. Hilft alles nichts. Ja. Ich weiß. Oh Gott. Ich glaube, ich renne dann hier auf diese Lichtung, ne? Ich glaube, dafür ist er auch da. Zum Wegrennen. Help. I need somebody. Mystischer Altar. Runenstein lesen. Da muss das. Jage seine Nachkommen. Oh Gott. Ja, da kommen gerade Gegner, ne? Ah, ne, Quatsch, nur einer. Oh ja. Gott, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Okay, wir tun's. Scheiß drauf. Aua! Oh Gott. Machen wir jetzt. Okay, egal. Was muss ich machen? Ich muss sterben. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Mystischer Altargegenstand anbieten. Ja. Müsste das wahrscheinlich oben ins Inventar legen und dann die Tasten drücken. Oh Gott. Okay, warte. Und Holz. Ich weiß auch nicht, was müssen wir. Ist das jetzt, was kommt da? Kann man den mit der Axt platt machen? Dann müssen wir den jagen oder. What the fuck? Rome? Das spawnt da. Oh Gott. Leck mich am the Dash. Alter. Kann man
den von hinten. Ja. Wo ist er denn? Ach, da. Oh mein Gott. Wo ist er denn? Der hat. Der jagt dich. Komm her. Ja, ich komm zu dir. So. Alter. Oh, deine Dinger brennen. Wieso? Ich habe keine Kraft mehr. Ja, darauf habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ich bin tot. Wer ist hinter mir? Out. Frank? Roma? Ja. Oh, danke. Ich muss mich mal aufladen kurz. Oh, das war gut. Ja. Wo läuft denn der hin? Habe ich genug Pfeile? Oh, ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Oh, der nimmt gut Schaden mit den Pfeilen, die du da hast, ne? Ja, weiß ich wirklich. Ich habe aber nicht mehr so viele davon. Ja. Ah! Gott, das hat weh getan. Das hat weh getan. Muss man mal ganz kurz. Aber ich bin elektrisiert von dem. Alter. Wieso brauchen der so viel? Aber wir sind ganz gut dabei, glaube ich. Ja, geht schon, ne? Aber ganz ehrlich, alleine, wenn der auf dich getriggert ist, wie packst du das? Ja, du brauchst ja auch ab und zu mal slowly, please. Jawohl, jetzt haben wir ihn, komm, jetzt haben wir ihn, zack. Ja. Ja. Geil. Puh. Oh. Hartes Geweih. Geweihspitzhacke. Jo, ich hab jetzt, hier komm, nimm das mal in die Hand hier. Oh, cool. Trophäe. Und das hier auch. Hartes Geweih. Warte mal, was habe ich noch? Nee, das war's. Okay? Okay, jetzt gucken wir uns. Wir haben die Trophäe bekommen und dreimal hartes Geweih. Und jetzt kommt hier der Rabe Rudi wieder. Glückwunsch, Krieger. Kehre mit deinem Wächtertrophäe zu den Opfersteinen zurück und bringe den Göttern ein Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind. Ja, dann das wird man machen. Geil. Alter. Oh mein Gott. Hier, das hat 8 Minuten gedauert. 8 Minuten Stream. Hey. Okay, wir was zu muss den ich anderen Steinen. Was muss ich? Ach so, da liegt da gar nicht hin. Da, wo wir gestartet sind, müssen wir jetzt hin. Ach so, also ja. Wo dieser Steinkreis ist. Ah, ja, das sind wir richtig. Oh, wir sind GUHT, ey. Auf dem Weg mal ein paar Schweinchen noch machen. Ja. Oh, leck. Okay.
Ich habe Angst vor dem, was kommt. Ja, GG würde ich sagen. Ne? Hier. Ja. Können wir uns ja mal loben, wa? Ja. Oh mein Gott. So, das heißt, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, du musst dann einfach an den, da der rot leuchtet, da ran und das ist der erste dann. Oder hier ist noch der Hirsch. Oh, ist bereits. Ja. Opferstein lesen, oder was? Nö. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz. Ah, okay, das muss ich jetzt da dranhängen, oder was? Ja, denk schon, ja. Oh. Ja, genau. Kraft aktivieren. Deine Fertigkeiten zu sprinten und zu springen sind verbessert. Sprungausdauer minus 60, Sprintenausdauer minus 60. Wächter geopfert. Das habe ich jetzt aktiviert. Ach, und dann kannst du je nach Opfer gucken, was der Rabe Rudi sagt. Dir wurde die Kraft gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im dunklen Wald. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet und birg die dort befindlichen verlorenen Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Geil, das haben wir ja schon freigedeckt. Genau, also das heißt, da wissen wir ja schon, wo wir hin müssen. Genau. Das heißt, du kannst je nach Boss dich dann entscheiden. Dann tust du den nächsten Boss zum Beispiel aktivieren, weil du dann halt natürlich wieder besser geskillt wirst, ne? Ja. Aber wie aktiviere ich denn das? Also ich habe jetzt hier unten diesen Ike-Tür, da steht bereit. Und was mache ich damit? Also ich konnte hier gerade bei dem Hirschgeweih auf aktivieren klicken. Wahrscheinlich, das ist ja sowieso für uns beide, oder? Ja, bei mir steht jetzt aber bereit. Also ich kann mit dem Hirschgeweih, glaube ich, gar also nichts unten machen. Links? Ja, unten links steht bei mir bereit. Genau, bei mir auch. Und mehr habe ich aber nicht. Aber es muss ja bereit heißen. Ja, bereit heißt doch aber irgendwie, dass irgendwas geht. Also wir müssen das doch irgendwie. Nee, dass es aktiviert ist, würde ich jetzt sagen. Nee, bereit heißt, dass man es hat, aber dass man es noch nicht angewendet hat. Warte mal. Nein. Rechte Maustaste? Nee. Nee. Ja. Ah, mit V oder mit B? Woran siehst du das? Drück mal V oder B. Ich habe gerade alle Tasten auf der Tastatur durchgegangen. V, B. Nee, geht bei mir nicht. V, B geht nicht. Oder N? H, G, irgendwas davon? Oh nee, C ist liegen, warte. Opferstein lesen. Ich kann ihn immer nur noch lesen. Und da jetzt nochmal dran. Also bei mir läuft jetzt die Zeit runter. Also ich habe jetzt irgendwas ist jetzt bei mir aktiviert. Bei mir laufen jetzt 20 Minuten Zeit runter. Drück mal deine Tasten durch. Also ich habe Ich habe irgendwie V oder B oder N, H, J, irgendwas da in der Ecke. Irgendwas war's. Wir mal gucken in der Einstellung, Tastaturbelegung. F. Ist irgendwas? F. Nee. Verlassene Doch, F. Kraft. Ich habe F. F ist es dann. Ja. Okay. Okay. Also, bei mir ist, ja, dann habe ich es. Okay, und das bedeutet, okay. Wir sind jetzt für 20 Minuten geil? Ich glaube ja. Also das müssen wir dann für den nächsten Boss anwenden. Man kann es anscheinend immer dann nach 20 Minuten oder keine Ahnung, was das dann vielleicht für eine Abklingzeit hat. Wahrscheinlich, es hat bestimmt eine Abklingzeit. Und dann kannst du es erst dann wieder nutzen, ne? Ja. Ach du heiliger Strohsack. Ja, cool, aber sieht auf jeden Fall fett aus. Das sieht echt krass aus, ja. Alter. Ja, gut, also dann
Ja, ab zurück zur Basis, würde ich sagen. Ja. Und falsche Richtung, Dampfzank. Ja, dann sollten wir mal diese Spitzhacke für uns beide bauen, dass wir dann auch Ja, mit jetzt Kupferabbau beginnen genau, können. jetzt können wir weitermachen. Alter, ist das krass. Ach, guck mal, du hast jetzt oben links, oben rechts, nee, oben links neben der Karte hast du jetzt eine Eiktür. Da ist ein Countdown, der läuft runter. Ja, den habe ich auch Siehst du das? gesehen, aber ich weiß nicht, warum einmal rechts Ich und einmal glaube, links. ja, unten ist die Aufladezeit und oben ist, wie lange die Kraft zur Verfügung steht, würde ich mal spekulieren. Ah, das ist gut. Also unten links ist dann der Cooldown. Genau. Ja, nice. I Geil. like. Wie ist denn überall das Licht aus bei uns? Das brennt nicht ewig. Alles. Ich habe kein Holz. Warum habe ich kein Holz? Da eben noch. Da Ja, 47 Holz auf der Hand. wir haben wenig Holz. Aber warum? Ach, Harz braucht er, nicht Holz. Ich bin Er gerade fängt auch mit H an, irritiert. habe ich. Ich Deswegen bist du bin irritiert. aber trotzdem, ja, ich bin irritiert, weil weil ich gelesen habe, Lies dass doch nicht so viel, mein Freund. ja, anscheinend. Ja, weil das war jetzt nur eine Trophäe. Ich habe irgendwas von 10 Hirschtrophäen und so und so viel Ästen, aber das war jetzt nur eine einzige Trophäe, die ich da drauf geklatscht habe. Vielleicht haben die das auch geändert. Oh. Aber das ist ja dann am Ende leichter, ne? Ja, so, jetzt können wir mal gucken, was können wir da alles bauen? Ja, genau. Was mache ich jetzt mit diesen hier harten Geweihen? Ja, das kommt einfach wieder in die Trophäenkiste rein, würde ich mal sagen. Ach so, ich dachte, damit baust du jetzt diese Hacke, diese gute. Ach genau, hartes Geweih brauche ich für die Spitzhacke. Genau, gib mir das mal bitte. Oder Aber baust du es? nee. 10 Holz und. Also das Problem, was heißt Problem, aber wo kannst du das jetzt machen? Ich sehe das Ja, in nicht. dem Baumenü. Für was denn? Geweihspitzhacke. Du brauchst Holz und diese Dinger halt. Wo siehst du das? Das harte Geweih. Im Geweih. Ach Craft-Menü. da, ja. Ach cool, dann können wir ja zwei herstellen. Geil. Ja, dann machen wir das doch. Ja, machen wir auch. Ja, easy peasy. Dauert ein bisschen länger manchmal. Ah, was, alles gut. Ich gehe mal Essen kochen. So. Oh, wir brauchen Holz. Ich mache uns das jetzt. Ja? Ja. Ja, geil. Haben wir ja unseren ersten Boss hier. Ach, Läuft bei krass. uns. Krass, oder? GUHT, würde ich sagen. Ja, Mann.